Ich habe mich hier in den letzten Tagen das ein oder andere Mal über die kommenden iPhones für 2020 geäußert. Heute möchte ich mich aber direkt mit einem neuen Gerüchtevideo zurückmelden, denn es gibt wirklich spannende News. Und das nicht nur für das iPhone 2020, welches ich in diesem Video iPhone 12 und 12 Pro nennen werde, sondern tatsächlich auch schon für das iPhone 2021. Quelle ist der bekannte Leaker und, sage ich mal, er ist Analyst, hat aber auch sehr gute Quellen bei Zulieferern von Apple in Apple. Er nennt sich Ming-Chi Kuo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das 100% richtig ausgesprochen habe, aber er ist eine wirklich sehr, sehr gute und zuverlässige Quelle und er hat seine Prognose für das kommende Jahr und auch schon eine vage Prognose für das Jahr darauf abgegeben. Fangen wir mit den Modellen für 2020 an und er erwartet uns kommendes Jahr höchstwahrscheinlich einen Höhepunkt bei Apple und zwar werden 5 neue iPhones erwartet. Ein Modell, eine Art iPhone SE, habe ich auf diesem Kanal schon öfter erwähnt. Das wirft auch eher in den Raum, eine Art iPhone 8 mit neuer und aktueller Hardware. Vermutlich wird es das iPhone 8 mit der Hardware vom iPhone 11 sein. Das kommt im Frühjahr. Das wird das erste iPhone, weiterhin Homebutton, weiterhin mit Touch-ID drin, LC-Display und so weiter. Nicht das große spannende Gerät, aber auch er wirft es in den Raum und ich glaube, man kann das mittlerweile als ziemlich sicher für das Frühjahr abhaken. Spannender wird es allerdings im Herbst und da gibt uns Kuo eine neue Einordnung, was denn das Gerücht mit dem 5,4 Zoll großen iPhone auf sich hatte, denn wir erwarten tatsächlich 4 neue iPhones. Mit dem iPhone XR hat Apple erstmals ein drittes Modell im Herbst eingeführt und das Lineup erweitert. Nächstes Jahr wird man es höchstwahrscheinlich direkt auf 4 Modelle erweitern und zwar erwarten uns 4 OLED-Modelle im Herbst und alle 4 sollen auch mit 5G ausgestattet sein. Und Apple wird nicht nur sein Design komplett überarbeiten, höchstwahrscheinlich bleibt die Notch, aber das grundsätzliche Design überarbeiten, sondern es wird auch komplett neue Größen geben. Wir werden das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max, so nenne ich die beiden jetzt einfach mal, in einer Größe mit 6,1 Zoll statt 5,8 Zoll und 6,7 Zoll statt 6,5 Zoll sehen. Also beide Modelle werden ein kleines bisschen größer und werden das neue High-End-Modell sein. Beide Modelle sollen weiterhin mit einer Triple-Kamera ausgestattet sein und zusätzlich gibt es dann bei diesem Modell noch eine Time-of-Flight-Kamera. Die habe ich jetzt hier auch schon öfter erwähnt. Das ist eine Art 3D-Kamera, die vor allem für Augmented Reality und für Porträtaufnahmen durchaus von Vorteil sein kann, da sie den Abstand zu Dingen einfach ein bisschen besser als eine normale Kamera messen kann. Das ist quasi das iPhone 12 und 12 Pro Max, so nenne ich sie jetzt einfach mal, komplett neu sind jetzt die Details zum iPhone 12, also dem Nachfolger vom aktuellen iPhone 11. Da erwarten uns nämlich ebenfalls 2 Größen. Beide sollen auch nächstes Jahr mit OLED-Display ausgestattet sein. Aktuell ist das iPhone 11 ja mit einem LC-Display ausgestattet. Und hier erwarten uns die Größen mit 5,4 Zoll beim kleinen Modell und 6,1 Zoll, also das kennen wir ja bereits vom iPhone 11 beim etwas größeren Modell. Ich werfe jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum und behaupte, dass Apple dieses Modell iPhone 12 und iPhone 12 Max nennen könnte. Bei den Namen muss ich aber wie immer dazu sagen, dass das von mir persönlich eine Spekulation ist, denn solche Details kann Apple in der Regel bis zum Event selbst geheim halten und sowas taucht in der Regel auch nicht wirklich vorher im Internet auf. Aber ich glaube nicht, dass wir kommendes Jahr ein iPhone 11s sehen werden, denn ein komplett neues Line-up, ein komplett neues Design und Co. sind dann doch ein so großer Schritt, dass ich das persönlich auch nicht S-Jahr nennen würde, sondern würde ich schauen, dass mit einer neuen Nummer auch symbolisiert wird, dass es ein großer Schritt ist. Aktuell ist die 11 im Umlauf, warum also nicht kommendes Jahr mit der 12 weitermachen? Ich finde diesen Schritt durchaus interessant, denn das iPhone XR und 11 sind die Bestseller bei Apple, gar keine Frage. Und daher wird man dann höchstwahrscheinlich sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt zwar die Pro-Modelle, die sind gut, die verkaufen sich aber nicht mehr so gut wie die Flaggschiffe früher bei den iPhones. Also bauen wir einfach das Line-Up darunter aus und bieten mit einem 5,4 Zoll großen OLED-Modell mit einem iPhone 12 höchstwahrscheinlich auch mal wieder ein etwas kompakteres iPhone an. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Modelle ebenfalls ein Bestseller im nächsten Jahr werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es keine Triple-Kamera geben wird, sondern dass diese beiden Modelle bei einer Dual-Kamera bleiben, also höchstwahrscheinlich mit dem aktuellen Setup. Die Pro-Modelle bekommen also nicht nur den zusätzlichen Time-of-Flight-Sensor, sondern der etwas bessere Zoom dürfte auch ein exklusives Feature für die Pro-Modelle bleiben.
Soweit zu den Modellen für 2020. Beschäftigen wir uns noch ganz kurz mit den Modellen für 2021. Dort soll es nämlich ebenfalls ein iPhone SE 2 Max oder ein Plus-Modell geben. Wie das genau aussieht, wissen wir nicht. Es könnte vielleicht wieder im Frühjahr kommen. Und zwar ist dann da von 5,5 bis 6,1 Zoll die Rede. Das ist die Neuauflage vom iPhone SE im Frühjahr. Jetzt wird er höchstwahrscheinlich 4,7 Zoll haben. Und es wird auch keinen Homebutton mehr geben. Allerdings werden wir kein Face ID sehen. Das ist ein exklusives Feature für die, OLED-Modelle im Herbst. Wir werden allerdings auch noch keinen Fingerabdrucksensor unter dem Display bei diesem Modell sehen, sondern höchstwahrscheinlich einen Fingerabdrucksensor im Power-Button auf der Seite. So behauptet es die aktuelle Quelle, dass Apple den Fingerabdrucksensor auf die Seite packen wird. Vielleicht möchte man dann in Zukunft auch dafür sorgen, dass er unter das Display wandert. Bei diesem Modell aber höchstwahrscheinlich noch nicht. Und zum Abschluss wird es dann noch richtig interessant, denn einer meiner größten Kritikpunkte bei den iPhones in den letzten Jahren war, wo bleibt USB-C? Ich meine, das ist ein Standard in der Branche geworden und versteht nicht mich falsch. Ich mag Lightning, ich finde den Anschluss super, aber mittlerweile haben das iPad Pro, MacBook Pro, meine Kopfhörer, alles ist irgendwie auf USB-C umgestiegen und 2019 war definitiv das Jahr, wo USB-C zum Standard wurde und ich habe damit gerechnet, dass vielleicht nächstes Jahr Apple auch dann beim iPhone folgen wird. Kuh behauptet allerdings, dass bei dem iPhone 2021 und zwar bei den High-End-Modellen der Lightning-Anschluss verschwinden soll. Allerdings wird er nicht durch USB-C ersetzt, sondern wirklich komplett. Der aktuelle Plan von Apple lautet, dass man Ende 2021 tatsächlich ein komplett kabelloses iPhone vorstellen möchte. Wie das dann genau aussieht, wie das zum Beispiel mit CarPlay funktioniert, wie das mit vielen anderen Dingen funktioniert, für die man weiterhin noch ein Kabel benötigt oder wo ein Kabel von Vorteil ist, das wird spannend zu sehen sein. Da wird Apple dann natürlich auch dafür sorgen müssen, dass man diese anderen Standards wie zum Beispiel kabelloses Laden optimiert, schneller macht etc. Das wird ein spannender Schritt, aber das aktuelle Gerücht lautet, dass Apple Ende 2021 ein iPhone ohne Anschluss ein komplett kabelloses iPhone auf den Markt bringen möchte. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, wie man das lösen will. Das waren die aktuellen Gerüchte zum Apple iPhone 2020, welches sich vermutlich iPhone 12 heißen und iPhone 12 Pro heißen wird und tatsächlich auch schon ein kleiner Vorgeschmack auf 2021. Wir werden uns in den kommenden Wochen natürlich noch mit den iPhones für das nächste Jahr beschäftigen. Ich glaube nicht, dass die iPhones von 2021 jetzt schon ein so großes Thema sein werden, aber es war dann doch mal ganz interessant, einen kleinen ersten Ausblick auf die Zukunft zu bekommen, was Apple in über einem Jahr, wohl höchstwahrscheinlich in knapp 2 Jahren, plant. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Falls euch weitere iPhone-Gerüchte in den kommenden Wochen interessieren, lasst auch gerne ein Abo da und ich sage bis zum nächsten Video.